Guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich nehme euch heute wieder mit durch den Tag. Und wir beginnen den Tag natürlich mit Tischdecken und Frühstücken. Und das mache ich jetzt. Und danach gehen wir heute wieder an den Strand. Das Wetter wird heute noch besser wie gestern. Heute scheint einfach mal von früh an direkt die Sonne. Also besser kann es nicht sein. Decken wir mal den Tisch. Ich habe keinen Plan, wo hier was ist. Ich suche gerade Tassen. Richtige Tassen, aber die haben die hier gar nicht. So, dann kann ich erstmal mehr schon gar nicht machen. Jetzt müssen die Jungs noch wiederkommen. Ich weiß ja nicht, was die alles mitbringen. Die sind nochmal zum Penny gefahren, zum Einkaufen. Und heute Abend werde ich dann die Roomtour machen. Wir sind hier gerade in der Küche, den Rest seht ihr noch. Ja, bis dahin. So, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich wieder am See. Wetter ist mega geil. Tut mir übrigens leid, falls ich nicht so viel erzählen kann, weil ich bin ja nicht alleine. Und deswegen kommen dann meistens so Aufnahmen von wo wir sind und was wir so machen. Oder was ich so sehe, was ich denke, es könnte euch interessieren. Ja, bis dann. Das ist die Spezies Mann, die sich am geilsten fühlt, indem sie sich aufpushen mit Alkohol, Ballermann-Hits. Ja, Mann. Richtig den Ghetto-Blaster auf der Schulter, so in der Art. Jungs, ihr seid so geil. Nicht. Billiges. Billigmale. Der ist seit 20 Sekunden, kenne ich, liebe mich auch. Und El Sheeran ist im Hintergrund und spielt zur Abwechslung mal einen fröhlichen Song. Und jetzt kommt der Moment, ich spitze meine Lippen und neige mich nach vorne. Chill mal eine Runde. El Sheeran ist noch nicht mal im Refrain gekommen und du willst direkt rumknutschen. Aber ich bin verzweifelt.
guten Morgen. Wir sind gerade erst aufgestanden und ihr glaubt's nicht, ich war gestern einfach viel zu fertig für die Roomtour. Ich wollte die ja gestern Abend noch machen, aber ich bin absolut nicht mehr dazu gekommen. Ich bin einfach nur noch mich abduschen gegangen und dann ins Bett. Aber dafür mache ich die jetzt. Also, Roomtour. Leute, wir haben eine Ferienwohnung. Die ist echt hübsch. Also wir kommen hier rein zur Tür, haben dann einen kleinen Flur und haben hier direkt das Bad. Also das ist eine echt schlichte, aber sehr gepflegte kleine Wohnung mit Wanne, Toilette, Waschbecken, natürlich wieder meine Sachen. Ja, also ist halt nicht viel, ist halt nicht groß, aber es reicht. Also mehr braucht man sowieso nicht, ne? Gut. Dann haben wir hier wieder den Flur und hier haben wir die Küche, die ist echt schön. Ich mag die Farben von der Küche. Ja, ich gehe mal hier hinter. So, ein bisschen Deko ist da. Deko ist da. So. Hier werde ich übrigens gleich wieder Frühstück machen. Die Jungs sind nämlich gerade bei Brötchen holen. Und ja, wir haben sogar eine Kochfläche hier. Das ist voll cool. Und das ist ein Wasserkocher, auf der Internetseite stand. Mit Wasserkocher. Aber so ein Exemplar würde man da bei uns nicht mehr bekommen. Aber gut, macht nichts. Erfüllt Sinn und Zweck. Wasser wird gekocht, Wasser ist warm. Also hier kommen wir rein. Wieder der Flur. Bad. Küche. Hier ist ein großer Wohnbereich. Hier sieht es ein bisschen chaotisch aus, tut mir leid. Aber wir leben hier aus dem Koffer. Da ist mein Laptop, unsere Strandtasche. Noch eine andere Tasche. Mit einem Flachbildschirm. Meistens ist es ja so, dass wenn man nach Tschechien fährt und nicht so viel für diese Unterkunft ausgibt, da steht Tatsache noch ein Röhrenfernseher drin. Hier nicht. Aber in dem Hotel, in dem wir im letzten Jahr waren, da stand auch tatsächlich noch eine Röhre drin. Voll krass. So. Hier ist echt krass, diese Treppe. Ich hasse diese Treppe, ne? Die ist so steil. Wartet mal, da gehen wir jetzt wieder hoch. Vor allem, da passen echt nur die Füße hoch. Also, wenn man hier angenommen total betrunken hochgeht, du kullerst hier einfach wieder runter. Du kommst hier nicht runter in diese Griffe, ne? Na gut, egal. Ich geh jetzt hier mal hoch. Und hier oben ist dann noch ein Bett. Und mein Koffer. Und meine Schuhe. Und noch mehr Schuhe. Und noch, nee, meine Tasche. Okay. Mehr Schuhe habe ich nicht. Reicht ja auch. Ja, das war's eigentlich auch schon. Also ihr seht, eigentlich eine hübsche kleine Wohnung, die würde auch in Wirklichkeit reichen. Das Einzige, was mich hier stören würde, ist echt diese Treppe. Ich nehme euch nämlich gleich nochmal mit runter und zeige euch das. Wisst ihr was? Ich gehe gleich runter. Ich meine, guckt mal von hier oben runter. Das ist echt übel, nicht? Das ist echt übel. Da musst du dich echt gut festhalten. Übrigens mein Outfit of Today. Kleines süßes Kleid. Und wir müssen echt gleich schon wieder nach Hause. Ist voll traurig. Ist übel, wie schnell 3 Tage rum sind. Das ist echt krass. Ja, wir hatten 2 Übernachtungen hier. Ich hatte Freitag Urlaub genommen und Donnerstagabend ging es los. Und es ist schon wieder Sonntag, glaub's nicht. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.